Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, wir haben zwei Questmarker, ein P und ein B. Ich würde sagen, gehen wir mal zu P. Das dürfte Pearson sein. Der Koch, der ungefähr die Körperform hat, die ich auch habe. Vielleicht ist er noch ein Tick dünner. Oh je, ich muss abnehmen. Ja, ja. Einmal grüßen. Natürlich, komm mal klar. Ja, das reicht doch für eine halbe Mahlzeit. Ja, besser nicht. Das könnte ziemlich schwul sein. Nicht, dass daran was falsch ist, aber das wäre vielleicht ein bisschen unpassend für das Let's Play im Moment. Ja, das ist scheiße. Dann müssen halt die anderen hungern. We always have. Können wir nicht die Pferde essen? We can eat you. You're the fattest. I sent Lenny and Bill hunting and they found nothing. Well, Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Na gut. Wait a second. Hold on. Here. You're gonna need something to eat out there. Ist das eine Dosenwurst? Gesalzene Innereien mag ich nicht so. Zu viel Salz ist ungesund. Also nichts tun wäre schon entspannter. Na gut. Dann schießen wir uns mal was Leckeres zum Wegsnacken. Here, you take this. I can't use it and you'll have to. Oh, you're joking. Use a gun. Krieg ich auch Pfeile? Every animal for miles around. You're never too old to learn, I imagine. Ah, ich hab doch meinen Revolver so gern. Na gut. Dann Hoppel-Galoppel Richtung, keine Ahnung, Wild. Wahrscheinlich ein Reh oder sowas. Hab das Intro nicht so oft gespielt. I'm okay. Apart from this hand. Stupid mistake. Still bad? It'll be fine in a day or two. I just can't pull a bow right now. Sure hope I can. Never really got the hang of it. Ach, das lernen wir schon. Wir sind ja ganz klug. So, you reckon we're gonna find something to kill that ain't no Driscoll? There's meat up here for sure. Pearson doesn't know what he's talking about. Now the weather's eased off a bit, they'll be needing to feed. We'll head up this way, find some higher ground. Vielleicht kriegen wir einen Bär. Ansonsten würde ich vorschlagen, die Pferde zu essen. In der Lasagne kommen die ganz gut. Stuck in the storm, bringing John back in. You've had a lot put on you. I wish I could have done more. I didn't mean it like that, just a lot to think back on. I still don't really know what happened on that boat. Me neither. Ich auch nicht. Well, Javier told me a bit, but it sure weren't good. Und jetzt fing's auch noch an, so richtig bitter zu schneien. Da schrumpelt was an mir zusammen, wenn's so kalt ist. Das ist nicht gut. Ich bin eher so für ein wohltemperiertes Klima zu haben. Nee, ernsthaft, mit Schnee kann ich nichts anfangen. Ist rutschig, ist viel zu hell, wenn die Sonne drauf scheint, ist arschkalt. Macht Spaß, im Schneeauto zu fahren. Gut, das muss man so sehen. Gut, da ist ein Fluss. Wo ist das Reh? Oder der Bär? Hallo. Ich habe leider meinen Paarungsruf vergessen, um Wildtiere anzulocken. Früher konnte ich das mal. Hey, ich bin ein Reh, komm ficken. Ich bin ein bisschen eingerostet. Ah, so ungefähr ging's. So. The winds died down too. That's good. No wind at all is bad, but if it's too strong, they won't move. Oh je. Da friert gipsgefrorenes Pferd am Stiel. Bei dem unterkühlten Wasser. Hey, ich bin ein Reh, komm ficken. Hey. Stop here a second. Ah, vielleicht hat's funktioniert. Was siehst du denn? Schnee.
Oder ein Baum. Ich passe doch auf. Darf ich den Bogen jetzt nehmen? Anscheinend nicht. Has deer been here? Recently? Oh, Deer. How can you tell? How can you not? Bin nicht gut im Spurenlesen. Na gut. You're gonna need the bow. Don't leave it on your horse. Ich brauche auch Pfeile. Pferdeinventar. Was ist der Bogen? Das sieht aus wie ein Bogen. Abgesägte Flinte. Na gut. Bogen. Keep down. Na gut, dann eben Hirsche. Ja, ja. Ich bin geduckt. Und jetzt? Der Spur hier nach. Halbwegs. Jetzt nicht mehr. Jetzt erkenne ich das auch. Leuchtet die auch im echten Leben so stark? Da bin ich mir nicht sicher. Ich habe schon extrem dicke Brillengläser. Ich erkenne gar nichts. Na komm schon, ihr Hirsche. Hirsch, 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 Hirsch. Sei nicht unwirsch. Lass dich erschießen, du Hirsch. Nix für Veganer, die Episode, aber wir haben nichts anderes zu essen. Im Wilden Westen. Da gab's die tollen Ersatzprodukte noch nicht. Ja, vielleicht wächst an irgendeiner Höhlenwand schon Tofu, aber ich bezweifel's. Ja, ich mag's, das ist also ein paar vegane... Ah, da ist einer! Dann wollen wir uns ein schönes veganes Schnitzel fangen. Also die von Like, die mag ich eigentlich ganz gern. So, darf ich jetzt drauf schießen? Schaffe ich das? Down there. You see him? Ja. Quick, get that bow out, Arthur. Try to hit him in the neck or head. Quick and clean. Ja, quick und clean. Boah, Arthur. Ich brauche was zu essen. Er hat keine Ausdauer mehr zum Zielen. Lecker, lecker, Schmecker. Kidneybohnen. Dachte ich, esse die Salz in der Reihen. Und lächeln. Hat nicht gelächelt. Scheibenhonig. Scheiße. Ja, das Miet hat sich gerade auf seinen fleischigen Beinchen davon bewegt. Ich war mir so sicher, dass ich was treffe. Also bitte Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Wir könnten eine rauchen. Ist zwar ungesund, aber wenigstens kann ich dann, glaube ich, besser zielen. Ja, ist ja noch einer. Ausdauer sieht aber echt nicht gut aus. Gehen wir mal hier rüber. Dann frieren uns auch die Hoden an. Warum soll nur unser Pferd leiden? So. Plätscher, plätscher. Scheiße, ist das kalt. Sorry, ich vertone nur die Sachen, die hier offensichtlich nicht vertont wurden. Das sind zwei. Komm schon. Papa braucht ein neues Paar Rehlederschuhe. Hirschlederschuhe. Komm schon. Wie nah darf ich ran? Wie nah darf ich ran? Da vielleicht zum Baum? Ich wette, dann treffe ich. Shit. Da ist der andere. Und sein aufgeschreckter Kamerad hat es aber nicht sehr weit gebracht bei der Flucht. Aber einen glatten Headshot. Und einen mittleren, beinahe in die ungefähre Richtung getroffen Shot. Ich bin so unauffällig hier. Gut, Hirsche sind wahrscheinlich auch nicht besonders schlau. Was ist der Unterschied eigentlich zwischen Hirsch und Reh? Oh Gott, ich habe keine Ahnung mehr. Da sind doch ganz viele. Wir haben die anderen Idioten nichts gefunden. Weil sie Idioten sind. Der sieht saftig aus. Nein! Scheiße. Nein, ich bin scheiße.
So. Bisschen schneller jetzt. Über den Fluss. Rein in den Nacken. Oh oh. Oh oh. Jetzt zitter ich bestimmt beim Schießen, aber nicht weil es so kalt war, sondern weil Alkohol wieder Arthur braucht. Weil Arthur hier wieder ein bisschen Alkohol braucht. Vorsichtig. Vorsichtig. Nein. Komm schon. Ganz ruhig, ganz ruhig. Der wackelt noch vor Aufregung. Ja! Und drei Herzchen dazu bekommen. Na gut. Ja, ist ja gut. Ja, ja, du kommst klar. Jo! Weißwedelhirsch. Ich könnte mich auch manchmal als Weißwedel, nicht als Hirsch bezeichnen, aber als was Weißes, was womit man rumwedeln kann, habe ich auch. Ah, Horst, komm her. Will das Scheißreh nicht alleine tragen, wo bist du denn? Da kommt es ja. Ja, Jumper. Da bist du ja. So. Oh je, meine Ausdauer. Oh je. Gleich mal ein bisschen was vom Hirsch naschen. Und rauf mit uns. Und ja, mit einer Zigarette. Oh, das ist schlecht für die Ausdauer. Ja, ist egal. Mehr habe ich nicht. Er raucht ja nicht mal. Ja gut, vielleicht besser so. Charles, wo bist du? Da bist du. Interessanter Pferdemove. So. Dann Hoppelgaloppel. Ja, dir nach. Aber entscheid dich. Nice work, Arthur. Dankeschön. Ein Schuss, ein Treffer, sage ich immer. Ja, ja. Gar keine Probleme. Entschuldigung. Normaler Auffahrunfall. Nein, reite andersrum. Dämlicher Gaul. Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain now. Ja, warum nicht? People are still weak and you've seen how snowed in those wagons are. They ain't going nowhere until we get some more thaw. You're probably right. And even if we do get off here, what then? Still have a big price on our heads. Leute töten und ausrauben. Pferde stehlen. Dutch and Jose will have a plan. Die Gesellschaft von hübschen Frauen genießen. Oder hauptsächlich von Frauen. Pearson's had a bottle in his hand ever since we fled Blackwater. We give the camp cook 5 minutes to grab the essentials and go, and he doesn't even bring a crumb of food. Na, Alkohol ist auch wichtig. A lot of mouths to feed. And that girl from the ranch now too, but not sure she'll be eating much. She has a wild look in her eye. You would too. She lost her husband, her home, everything she had. Jetzt hat sie neue Freunde kennengelernt, die nur mäßig kriminell sind. Übermäßig, meine ich. So it was O'Driscoll's you ran into there? Yeah. Last thing we was expecting. What is it with the O'Driscoll's? Die sind nicht nett. I suppose. Hell, we ain't run into them for the last 6 months. I guess because they've been over this way. Yeah. I've heard a lot of talk about them. Well, komm mir mal nicht so nah hier. We've been scrapping over scores with them for years. Big gang. Nasty sons of bitches. Their leader, Combe, and Dutch go way back. And not in a good way. A proper blood feud. So I heard. Jo, jetzt reiten wir einfach still nebeneinander her, ist ja auch schön.
richtig, richtig geile Landschaft. So können wir auch ein bisschen schneller. Da ist ein Pilzknäuel. Und zwar ein fettes. Ja, ganz ruhig. Ganz ruhig, Jumper. Keine Sorge, ich habe einen Bogen. Let's see if we can find another way around. Okay. Ja. Must be real hungry. Stay well back. Spring storms like this are the worst for animals that sleep all winter. Easy. Ein Glück haben wir hier so zwei Leckerbissen auf uns drauf. Inklusive uns. Ich dachte, wir wollen außen rumgehen. Jetzt haben wir den Bär nur weitergehen lassen. Können wir nicht irgendwie Lachgas einspritzen bei unserem Pferd aktivieren und dann. Ja, als ob der Bär das nicht mitbekommt. Naja, vielleicht muss er gerade kacken. Da wäre ich auch abgelenkt. Gut, wenn jemand durch mein Badezimmer währenddessen reiten würde, hätte ich die Hoffnung, das mitzubekommen. Verbundenheit gesteigert. Mein Pferd liebt mich. Blackwater mess. Being up here? Sooner or later, a job's gonna go wrong. Nature of life. I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? Nein. Du bist der Einzige, der hier mit Pfeil und Bogen umgehen kann. Du bist der Coolste aus der Gang nach mir. I'm done with it. Always wondering if someone's gonna kill you in your sleep. I still wonder that most nights. I reckon you're okay. Ich bin in Ordnung. Ich bin sogar schwer. Schwer in Ordnung und fit. You know, Dutch is different. Oh yes. Dutch ist gestört, aber das finden wir wohl gemeinsam raus. Most of you do. And for a fellow with a black father and an Indian mother, that ain't normally the case. Well, we need you now. More than ever. Good. Vor allem mit einer funktionierenden Hand. Why don't you run off? Me? Oh. 20 years, something like that. Das ist eine Hausnummer. Since I was a boy. 20 years? Yeah. He taught me to read. John, too. Taught me a few other things, him and Hosea. Huh. I'm sure. Eine Frau glücklich macht. Dutch saved me. Saved most of us. That's why we need to stick by him through this. He always sees us right. Gia! Whoa! Dann gib mein Gas hier. How's that new horse? He's all right. Mittelmäßig. He'll do for now. Hab schon Besseres geritten. Let me take Taima the other night. She's a strong one. It's been as hard on the horses as on the rest of us. Ja, deswegen hätte ich die als erstes gegessen, bevor wir mit Menschen anfangen. Nur im Notfall, wenn es genügend Ketchup gibt. I hope they all make it. I tried to ride the count once. Fuck me faster than a bull. Won't take nobody but him. Jo, Frühstück ist da. Ich hoffe, die geben mir jetzt Trinkgeld. Naja. Dann wollen wir mal die Pferde anbinden, Verzeihung. Ja, komm. So. Doch nicht kacken. So. Hättest das nicht unterwegs erledigen können. Naja, wenn man muss, muss man. Jo. Hirsch. What a surprise. Find a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel ich like we haven't ja. spoken for days. I do my utmost to avoid. He loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, bin mir nicht so sicher. Now shoot, get lost. See you gents later. Ciao. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it.
Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you sane, it does. Yeah. Oh, das garantiert. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? Nein, überhaupt nicht. Das ist ja total widerlich. You're always one with the jokes, aren't you? Come on. A job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. Ich könnte meine Hand auch noch verbrennen. You dumped on the floor there. Ja. Ach, einfach E drücken. Jo, bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich mag dieses System. Sieht nicht so widerlich aus. Die ganzen Innereien und so sieht man ja nicht. Nur ein bisschen Fleisch und ein bisschen Pilz. Not too bad, Mr. Morgan. Ja. They always said you were a butcher. You know, you could trade these or sell these in pretty much any town. Ja, die geben aber gar nicht so viel Geld. Legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Ja, ja, natürlich. Thank you, Mr. Vielleicht fresse ich es auch selber. Arthur Morgan's first decent bit of hunting after all these years. Well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Folk need it. It's been a tough few days. Da hat er recht. So. Meisterjäger, 1 von 3 Hirschen getötet. Ja, ja, Weißwedelhirsch weiß ich. Ich dachte, ich krieg noch eine Missions, wie gut ich war. Ich war bestimmt sehr gut. So, wer ist denn B nochmal? B, B. Boys, because I thought you liked action. Bill. A couple of days on the lam, you lot have all turned yellow. Und der Psychopath ist auch noch da. Shut up, Micah. I ain't never seen so many long faces. I guess folks miss them. I fell. But when I fall, I don't want no fuss. When you fall, there'll be a party. Ich glaube ja. Party. Probably. Uh-huh. Yeah, funny, huh? Sure. Hey. I don't feel like ruhig, Jungs. By the likes of you two. Stop it! Now! Oh, der Boss ist da. Punching each other when Como Driscoll's needing punching. Hard! You want to sit around waiting for him to come find us? Vielleicht. We got work to do. Come on. Are you sure about this, Dutch? Yes. Folks been through a lot recently. We hardly back on our feet yet. And the last thing we need is to get bushwhacked by Como Driscoll. Let's go. Das ist richtig. I know you hate him. Wo wollen wir überhaupt hin? He's here for us. Ich hätte gern da vorne eine Hirschschuppe. No, you're just doubting me. I would never doubt you, Dutch. You always said revenge is a luxury we can't afford. This is the right call, Arthur. Take this. Dankeschön. And this is about more than revenge for business long ago. They were talking about trains and detonators here. Cole always had good information. Come on. And you think now is the right time to hit a train? Now you might fancy living on deer piss and rabbit shit. I'm getting too old for that life. Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson, would you please look after the place? There are O'Driscolls about. Yeah. Na nee, gut. Ah, die Nachwirkung Not der Erschöpfung. Right, hab's yeah. Lieber bekommen. Nein. Missionsinfo. Schrecke keinen einzigen Hirsch auf. Oh je. Hab ich das tatsächlich gemacht. Okay. Let's go find these bastards before they find us and rob this score they're planning. Das klingt gut. Raub mal die Mistkerle aus. Das kann ich eh am besten. Mistkerle ausrauben. Kühlschrank plündern und alles, was dazu gehört. Ach. Ich glaube, wir sind nicht in einer guten Kampfformation. Ein Sniper vor uns und wir sind alle auf einmal drauf. Und dann hat er irgendwie 6-fach Kill. Das ist nicht gut. Sollten Formation Schildkröte annehmen. Das ist dann das Mittagessen. Vielleicht war das auch meine und Charles Sing. Sind wir hier nicht durchgekommen? I know you don't think much of my ideas recently, but this is the right move. Okay. You know I got your back.
Natürlich, wenn ich wohlgenährt bin. Wait for him, and people you love will die. This feud between you and him needs to be put to rest, one way or another. Ja, das kriegt man hin. Ich erschieße den Typen jetzt einfach. Some things I can forgive, others I can forget. What he did to Hannibal, I can't do neither. War das dein Pferd? He killed his brother, Dutch. Oh. Yes, I did. And hope the bastards will be reunited soon enough. Wie gesagt, das kriegt man hin. Damn right, boss. Ah, ein Lagerfeuer. Let's cut up here and take a look. They said it was near the lake, so we must be close. Jo, ist gut. Oh ja, guter Junge. Ein ganz schön hübsches Pferd. Hold up here. All right, gentlemen. This is it. Sehr gut, nach euch. Are we goddamn ready? Ich bin bereit. Now, Mr. Morgan and I, we're gonna head up here a little, see if we can't get a sense of the layout of the camp. Mr. Williamson, Mr. Bell, you two take up a hidden position just outside the camp. Mr. Summers, Mr. Escuela, you two hold position here. Let's go. Na gut. Ich bin eh besser zu Fuß im Moment. Ich hätte gern die Waffe. Waffe. Nein, ich will doch eine Waffe. Ja, ich will. Ich will schießen. Dutch, du hinterlässt eine ordentliche Schneespur. Mehr als die Pferde. Also ich sehe nix. Erstmal Brille aufsetzen. Ein Pferd und ein Mensch. Noch ein Pferd. Noch ein Mensch. That's definitely them. Home? I think so. Yeah, that's him. Na gut. Runter und gib ihm. Worauf wart mal, Jungs? Hätten die gleich stürmen sollen. Muss ich hier irgendwie noch was ansehen? Hallo? Jungs. Sniper. Weiß ich doch nicht. Oh oh. Na, da wird er ordentlich gebackpfeift. Seemed to be. Should we go get him? No. Colin can wait. Best to get some of them out of there. And much less fun to rob him and his score if he never finds out about it. Come on, let's get down there. Sehr gut. Pferd, komm hier. So. Boah, ist echt hoch der Schnee, aber die Liebe zum Detail hier. Richtig cool. So. Wir nehmen jetzt nicht den Bogen. Wir nehmen das, was Schaden macht. Und die abgesägte Flinte. Ja, bin auf dem Weg. Los. Ja, der ist nicht schwer zu finden. Arthur, have you completely lost faith in me? Our needs right now are supplies, equipment, and a way out of here. Everything else, including Colm, can wait. Okay. Das hat sich gerade aber anders angehört. To deal with as it is. Now, come on. Ich bin doch vor dir. Ist aber noch ein langer Weg darunter. Können wir nicht einfach einen Orbital Strike ordern? Oder so ein Warthog wie in Call of Duty drüber fliegen lassen. Ist auch interessant, dass die uns nicht entdecken. Sollte vielleicht, damit es realistischer ist, mich am Felsen entlang hangeln. Kann ich aber gar nicht. Ist hier relativ vorgeschrieben.
dass ich nur auf dem Mittelstück laufen kann. Und vorsichtig nicht ausrutschen. Mensch, mit meinen Sneakern wäre ich da voll auf die Fresse geflogen. Ihr habt bessere Schuhwerk gehabt. Ich bin careful. Und mein zweiter Vorname. So. Lauf mal ein bisschen schneller, ich will schießen. Und rauben. Vor allem rauben würde ich ganz gern. Ich brauche Geld. Vielleicht rauchen wir noch eine. Tut der Ausdauer nicht gut. Die arme Lunge. Maybe I should take the lead on this. They're gonna be gunning for you. They ain't got me yet. No, but the way our luck's been running. Hush. Let's just get down there first. Sind ja gleich da. Follow me. Let's head for that building in front. Nein, kein Liam hier. So. Holen wir mal eine Waffe raus, mit der wir schießen können. Eine Lieblingsart von Waffeln. Schießwaffe. Das ist doch kein Gebäude. Das ist eine ruinierte Brücke. Ich hab schon eine Waffe. Ja, ich bin doch da. Ja, ich will immer C drücken, aber das ist umschauen. Ich erschieß dich, Maika! Ja, hätte ich's mal getan. Das ist wirklich ein Arschloch. Wie wir feststellen werden. Warum? So, what are we doing, Dutch? Schießen. Just make the call. You want to take the lead? Go. Na gut. Du hast gesagt, ich soll schießen. Oh, ich treff gar nichts. Boah, was ist mit meinem Aim heute los? Ich habe zu viel Horizon Forbidden West gespielt. Ich treff ja gar nichts. Boah, ist das bitter. Dutch aus der Schussbahn. Aha. Ist da auch noch einer? Da ist ein... Au! Ah, hat wehgetan. Na, jetzt läuft sie langsam im Treffen. Jetzt läuft sie nicht mehr mit dem Treffen. Boah, ist das bitter. Ist das bitter. Das gibt keine Goldmedaille. Aha. Ein blinder Arthur trifft auch mal was. Du legst es doch schon auf. Boah, ich will ein besseres Sturmgewehr. Na also. Hey. Da oben bist du ja. Voll in den Schniedel. Schniedel. Er hat keinen Schniedel mehr. Kommt raus, kommt raus. Sterbt wie Männer. Shit. So. Hey, ja, alles gut. Ich hab doch den Kopf getroffen. Sag ich doch. Ha, das war ein Spritzer. Search the bodies. Strip everything we can from them. Ja. You recognize any of them, Dutch? Of course not. Jo. Schön Plünder, Plünder machen. If you can shoot a gun and ride a horse and kill without thought, you're in. Jo. Hattest du was Wertvolles dabei? $1.24. Kann man sich ja fast nicht mehr eine Brezel von kaufen in der heutigen Zeit. Hey, da schießen noch welche. Ja, ja, das schafft ihr. Ich loot hier erstmal. Kautabak. Das hilft vielleicht der Konzentration. Und Pferdearznei. Die macht mich zumindest wieder wach. Oder schläfrig. So, kann ich was essen? Essen, essen, essen. Oh, warum nicht? Was für die Gesundheit. Jungs, ich rück an. Wenn Papa da ist, wird alles gut. Guck, schon einen getroffen. Die hat keine Waffe mehr.
Boah, stirb doch einfach. Dankeschön. Glaub, man muss es einfach nur oft genug fragen. Ich hab auch Dead Eye. Wie seid ihr denn? Go at them. Yo. Au. Wo seid ihr denn? Sehr gut. Der wird nicht mehr schießen. Da bist du. Ich brauch die Flinte. Nein, die Flinte. Na, also. So wird das gemacht. Die andere Waffe ist einfach scheiße gewesen. Mit Schrot ist dein Gegner definitiv tot. Maika, ich erschieß dich. So viel gute Chancen. Und so viel Finisher heute. Nein, ich muss nachladen. Unfair, unfair, unfair. Jetzt geht's wieder. So, war's das? Will nicht das Waffenrad aufrufen. Will die Leute plündern. Fünfmal Repetitiergewehr-Munition. Repetiergewehr. Ein Wort, das mir immer noch sehr schwer fällt. Wir kriegen das hin. Mit genügend Zeit. Was will ich denn im Waffenrad? Objektrad. Muss ich den jetzt trinken? Okay. Wenn das Tutorial-Level das von mir erwartet, dann macht man das natürlich. So. Bede Dead Eye 2. Hab ich doch genommen, oder? Tonika, Tonika. Das sind alles Tonika. Was willst du von mir, Spiel? So, wunderbar. Wundertonikum verbraucht. Jetzt steht zumindest unten nicht mehr dran. Jö. Goldene Gürtelschnalle. Ich glaube, das war sogar echtes Gold. Und genug geplündert, dass ich das mal sage. Ich glaube, die wollen was von mir. Hey, ihr habt die ganzen Kabinen noch nicht ausgeräumt. Ja, chillt. Wir haben Ausdauer dazu bekommen. Und $1,50. Ich mess nicht around. Ich loote. Ja. Mike, search that building. Arthur, you take that building to the left. Na gut. Du bist der Boss. Oh, Dynamit. Here. This looks good. What do you think, Bill? Looks fine. Oder Pferdesalami. Smells good. Come on. Ich wäre vorsichtig damit. Think so, boss. Found this on one of them. Thank you. This is perfect. Oh yeah. Interesting. This is something about the train they was gonna rob. A Mr. Leviticus Cornwall. Ach, bestimmt jemand ganz unbedeutendes. Let's keep moving.